Moin Moin und herzlich willkommen zum Unboxing des Xiaomi Mi Band 5. Ja, vor einem Jahr habe ich ja das Xiaomi Mi Band 4 ausgepackt. Das war auch das allererste richtige Produkt. Hier liegt es auch noch. Was ich hier auf meinem YouTube-Kanal und auch damals noch für Techniktest Online getestet habe, das Xiaomi Mi Band 5 teste ich jetzt wieder, aber diesmal für techniknews.net. Ich werde es auch nochmal mit dem Mi Band 4 vergleichen. Das habe ich gerade erst vor zwei Wochen gehabt. Jetzt habe ich wieder 2 Wochen Smartwatch, weil ich einfach nochmal diesen Kontrast haben wollte und auch nochmal reinschauen wollte. Und jetzt habe ich wieder über tradingshenzhen.com, genau wie letztes Jahr, das Mi Band 5 zum Testen. Das ist noch die chinesische Version. Ja, es gibt auch eine globale Version. Ich habe darauf noch abgewartet. Die kann aber weniger als die chinesische Version. Und deswegen habe ich gesagt, nee, wenn schon, dann die chinesische Version, wenn schon, dann das Richtige. Und die gibt es, diese Version fällt im Preis so unglaublich. Also die ist bei 36 oder sowas gestartet und ist jetzt auch schon bei manchen anderen Händlern für 19 verfügbar. Aber bei Trading Shenzhen könnt ihr dir sicher und zu 100% und auch vor allem schnell importieren. Deswegen würde ich Trading Shenzhen an sich auch immer nehmen, wenn ich mir etwas transportieren oder importieren würde. Das Mi Band 5, was kann es denn alles jetzt mehr als das Mi Band 4? Erstmal, das Display ist gewachsen. Wir haben jetzt nun ein 1,12 Zoll Display im Gegensatz zu 0,9 Zoll, also ist das um 0,3 Zoll angewachsen. Ihr könnt jetzt auch, ihr habt ein verbessertes Schlaftracking, es können jetzt REM-Phasen aufgezeichnet werden. Aber der Akku ist verringert worden, soll trotzdem noch 14 Tage halten. Das ist nämlich einer der größten Argumente. Das Ding hält 14 Tage und das habe ich auch in meinem Test letztes Jahr schon gesagt. Der Akku ist wirklich einer der Gründe, warum ich mir so einen Fitness-Tracker holen würde. Und vor allem auch, weil er richtig billig ist. Nun packen wir das Mi Band 5 mal aus. Das kommt wieder in so einem schmalen Karton, wenn man jetzt mal die Kartons hier vergleicht. Gleich groß. Aber hier ist das Mi Band 5 deutlich präsenter. Was haben wir hier noch auf der Verpackung? Alles noch natürlich noch auf Chinesisch. Hier 14 Tage Akku, neues verbessertes Schlaftracking. Außerdem hier das Mi Band 4 muss ich immer rausnehmen, wenn ich es laden möchte. Dann haben wir hier die Ladepins, dann packt man das in so eine Ladeschale. Das ist jetzt beim 5 nicht mehr der Fall. Ihr habt jetzt ein Kabel mitgeliefert, womit ihr es einfach an die Steckdose packen könnt und das wird magnetisch geladen. Außerdem noch mehrere neue Sportmodi. Das ist natürlich alles auf Chinesisch, einfach weil es auch die chinesische Version ist. Ich mache das Ganze hier mal oben auf, wie letztes Jahr. Da kommen jetzt voll die Flashbacks hier. Aber das sitzt natürlich so. Ich habe es tatsächlich noch aufgekriegt, ja. Genau, hier haben wir das neue Kabel. Tatsächlich auch USB-A, also nichts mit chinesischen Adaptern, wie es bei Smartphones immer der Fall ist. Das ist alles sehr gut. Das heißt, ihr braucht auch nichts Neues dazu kaufen irgendwie. Ladeadapter, das ist einfach ein USB-A-Adapter. So. Und dann haben wir hier dann diesen Ladepin, den macht man nur noch an das Mi Band ran. Apropos Mi Band, holen wir das mal aus der Verpackung. Hier haben wir das Mi Band und da ist noch Papierkram mit dabei. Aber ja, hier haben wir noch mal eine ganz lange Anleitung. Mehr ist aber auch, da ist noch irgendwas drin. Ich denke aber, es ist nichts Wichtiges. Sollte zumindest nichts. Oh, jetzt mache ich schon die ganze Verpackung hier kaputt. Ich lasse es einfach drin. Wird nichts Wichtiges sein. Genau, hier haben wir nochmal eine ganz lange Anleitung. Alles auf Chinesisch. Das heißt, wenn ihr kein Chinesisch könnt, informiert euch einfach. Die App oder so, da auch die Sprache. Weiß ich noch nicht, ob die auch schon auf Deutsch verfügbar ist durch die globale Version. Ich befürchte noch nicht. Deswegen denke ich, es wird alles auf Englisch sein. So, jetzt haben wir aber auch das Mi Band 5 und es ist auch schon direkt an. Hole ich mal das 4er her. Was sieht man? Ja, das Display, andersrum. Das Display ist um einiges gewachsen. Es ist nochmal größer. Und jetzt steht hier schon auf Chinesisch, bitte verbinden Sie es mit der Mi Fit App. Das werde ich jetzt auch mal gleich machen. Nehme ich mal ein etwas älteres Smartphone hierher. So, jetzt bin ich mal in der Mi Fit App hier drin. Dann drücke ich hier oben auf neues Gerät verbinden. Ich habe es jetzt mal auf Deutsch und schaue einfach mal, was passiert. Ich sage ein Band. Ich möchte ein Mi Band hinzufügen. Okay, zustimmen. Verstanden. Standort zulassen. Jetzt lasse ich es mal in der Nähe des Gerätes.
Das sollte das Mi Band 5 jetzt eigentlich direkt gleich finden. So. Während der das Gerät jetzt hier sucht, denke ich mal, probiere ich das mal mit dem Laden aus. Das heißt, ich gehe mal hier auf die... Ach so, huch, der hat schon gefunden. Okay, ist jetzt auf Chinesisch, sage ich jetzt mal, ja, okay. Das ist jetzt noch alles auf Chinesisch. Ich hoffe, ich kann die Sprache einfach mal gleich... Einstellungen von Band werden wieder hergestellt. Okay, eigentlich ja nicht. Hier sieht man aber schon das neue Watchface, denn das kann man jetzt hier... Ah, das ist aber alles noch auf Chinesisch. Okay, aber okay, das ist schon alles auf Deutsch. Band anzeigen, entwerfen. Ändere das Hintergrundbild oder entscheide selbst, was gezeigt werden soll. Genau, denn bei den neuen Watchfaces kann man jetzt einstellen, dass man, also wie bei der Amazfit GTS, dass man dann hier, ich zeige das mal in der Nahaufnahme hier, dass man dann das einstellen kann und dann entscheiden kann, welche Sachen angezeigt werden sollen. Puls, Training starten, Herzfrequenz, wie viele Schritte ich gemacht habe. Personalisierte Verknüpfungen. Da kann ich jetzt wische nach rechts und links, um auf Verknüpfungen zuzugreifen. Ja, das kann man hier machen. Zum Beispiel, wenn man sagt, erst hier, ich möchte das Wetter sehen. Danach möchte ich meine Musik einstellen können. Danach möchte ich meine Benachrichtigungen haben. Das ist auch eine richtig coole Funktion. Fernaufnahmesteuerung, verwende dein Band, um die Kamera während der Fernaufnahme zu steuern. Ja, das ist auch cool. Man kann nämlich auf Mi Band jetzt in die Kamera Fernauslösung App hier gehen und dann sagt man, okay, ich möchte jetzt, dass du ein Bild nimmst oder ich möchte, dass du in einer Minute ein Bild aufnimmst. Das ist auch eine coole Funktion. 11 Arten von Aktivitäten, genau, es gibt jetzt neue Sportmodi, Springseil ist zum Beispiel mit dabei, Rudern, Crosstrainer, das ist alles so, ja, okay. Leidest du unter Stress? Teste dein Stressniveau jederzeit, um einen gesunden Lebensstil zu führen. Genau, das ist, glaube ich, der PAI-Wert. Ist auch eine coole Funktion. Da frage ich mich jetzt aber, wie das funktionieren soll. Einen Moment, jetzt sucht er nochmal nach Updates. Währenddessen kann ich das ja mal hier zeigen, was ich eben zeigen wollte, nämlich der neue Magnetmechanismus, um das Mi Band 5 zu laden. Hier ist noch so ein Gummiband, das habe ich jetzt mal hier rüber gepackt. Und dann probiere ich das mal aus. So, ich lege das Mi Band mal hier hin und dann, zack, ist dran. Das ist echt cool. Das spart mir um einiges Stress, weil sonst habe ich auch immer habe ich es einfach wieder so reingepackt und habe ich gemerkt, oh Mist, das ist jetzt falsch rum. Ich muss das Mi Band wieder rausföbeln da und dann umdrehen, damit das irgendwie wieder hier, wenn man das Mi Band einfach rausnimmt, so sagt, okay, jetzt geladen und jetzt, wie war das jetzt nochmal so? Ah nee, huch. Und dann, es ist echt eine richtige Scheißsache, sage ich es jetzt mal so. Wahrscheinlich jetzt direkt Werbung, gebannt, aber naja, das war eine nervige Sache. Ich finde es sehr cool, dass sie da auf die Community gehört haben und das verbessert haben. Jetzt werden nochmal so Day One Updates geladen. Das sollte jetzt aber auch nicht so viel sein. So lange ist das Gerät jetzt auch noch nicht draußen. Ich glaube, das war Anfang Juni, so ein Monat. 1,5 Monate ist das Gerät jetzt draußen. So viele Updates sollte es da ja noch nicht gegeben haben. So, die Updates sind jetzt fertig und jetzt steht hier auch schon Mi Smart Armband 5. Also, der hat jetzt scheinbar schon die deutschen Sachen erhalten. Die Frage ist, kann ich das jetzt schon direkt auf Deutsch stellen? Sprache, Chinesisch? Nein, aber ich kann schon auf Englisch stellen. Das ist schon mal eine weitere gute Sache. Ich denke, also so war es letztes Jahr. Das hier ist auch die chinesische Version von Mi Band 4 gewesen. Ich konnte sie aber, nachdem dann das deutsche Mi Band auch offiziell raus war, oder auf jeden Fall die globale Version, konnte ich das auch auf jeden Fall ohne Probleme per Update auf Deutsch stellen. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auch so sein wird. Das weiß ich nicht, mir ist es egal, ich kann es auch gerne auf Englisch haben, aber ich weiß, dass es da viele draußen gibt, die gerne dann, wenn sie es haben wollen, auf Deutsch haben wollen. Deswegen, ich kann es aktuell nicht garantieren. Ich hoffe aber, dass es wie letztes Jahr, also sowas letztes Jahr, ich weiß aber nicht, ich kann es nicht garantieren, ob es auch dieses Jahr so sein wird. Was haben wir denn hier in den Einstellungen? Wir haben einmal die ganzen
die ganzen Watch Faces, also da gibt es jetzt echt eine Menge. Aber scheinbar nicht, oder? Es gab auch so spezielle mit SpongeBob und so, habe ich in diesen Teasern gesehen. Ich weiß nicht, ob es die auch hier gibt. Scheinbar ja nicht. Das ist vielleicht per Update. Aber die waren nämlich eigentlich relativ cool. Dann haben wir Bildschirm entsperren. Das kann man so einstellen, dass man auch sonst einen PIN-Code eingibt. Das finde ich aber sehr nervig. Angehender Anruf. Das heißt, wenn ein neuer Anruf kommt, dann wird man auf dem Mi-Band benachrichtigt. Terminerinnerungen, hier kann man seine Termine hinzufügen, finde ich aber, dass ich nicht aus anderen Apps importieren kann. Ein Wecker ist sehr cool, der vibriert aber nur. Das heißt, wenn ihr von Vibrationen nicht aufwacht, ist das für euch wahrscheinlich eher nichts. Inaktivitätswarnung, ich sag immer gerne dazu, kriegt man dann Arsch hoch Funktion. Da wird man halt pro Stunde, wenn man irgendwie 1-2 Stunden sitzt, bei einstündiger, wenn du eine Stunde sitzt, vibriert er und sagt er, ey, mach mal ein bisschen Sport oder steh mal auf. App-Benachrichtigungen kann man der Apps dann einstellen, welche Benachrichtigungen kommen sollen. Eingehende SMS, aber das ist auch alles nichts Neues. Band finden ist auch nichts Neues. Erkennbar ist auch eine Funktion, die ich nie genutzt habe. Hier kann man die Tragseite einstellen. Handgelenk anheben ist aber auch keine neue Funktion. Überwachung der Herzfrequenz. Hier hat man jetzt aber scheinbar mehrere neue Funktionen. Also auf jeden Fall mehr. Ah, genau. Stressüberwachung kann man zum Beispiel einstellen. Pulswarnung. Das ist jetzt aber auch nicht alles so neu. Nachtmodus kann man einstellen, wann keine Benachrichtigungen kommen sollen und dann wird auch die Bildschirmhelligkeit automatisch gesenkt. Gerät suchen, Klingeltöne, ja, okay. Das ist jetzt, wenn man dann auf dem Mi-Band drückt, hey, ich habe mein Smartphone verloren, klingelt der dann auf seinem Smartphone. Im Hintergrund ausführen ist sehr wichtig, falls ihr OEMs habt von Android oder Betriebssysteme, die eine dauerhafte Bluetooth-Verbindung nicht so unterstützen. Tastenkombination. Hier kann man dann einstellen, okay, welche Apps soll er wie, wo hinpacken. Da kann man die Reihenfolge ändern. Hier hat man noch eine Weltuhr. Das ist aber auch eine Funktion, die wahrscheinlich nur die wenigsten nutzen werden. Und hier haben wir dann im Labor noch die Kamera-Auslösung-Funktion. Letztes Jahr war ja im Labor die PIN-Code-Sperrung. Jetzt haben wir im Labor, also noch eine nicht fertige Funktion, das mit der Kamera. Dass man von der Ferne aufnehmen kann, auf dem Mi-Band drücken. Okay, jetzt vom allerersten Eindruck gehen wir nochmal ins Mi-Band rein. Hier haben wir dann die Watchfaces auf Englisch. Das ist sogar ein gut übersetztes Englisch. Hier haben wir dann den PRI-Wert, das ist so ein Personal Fitness-Wert. Der da berechnet wird, hier kann man Herzfrequenz messen, hier hat man die Notifications, die dann reinkommen, hier kann man Stress messen oder auf jeden Fall doch, hier kann man Stress messen, naja, man kann auch, ach, das ist nicht das mit der Kamera, sondern das ist eine Atmungsmessung hier, wenn man sich hinsetzen möchte, entspannen möchte, kann man hier sein Atmen messen lassen. Das ist aber auch eine coole Funktion. Hier hat man die Events, die man eingeben kann. Wetter, Workout, also die neuen Sportmodi, Outdoor Running, Treadmill, Cycling, Indoor Cycling. Das wird dann aber auch alles hoffentlich auf Deutsch übersetzt werden. Und hier hat man nochmal mehr. Hier hat man das auch mit der Kamera fernauslösen. Das können wir mal direkt testen, ob das denn so funktioniert oder auf jeden Fall so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ach so, das muss man erst im Labor einstellen. Wo ist denn da das Labor? Da haben wir das Labor. Dann sage ich Bluetooth koppeln. Dann wird er sich jetzt per Bluetooth mit dem Gerät verbinden und dann gehe ich jetzt mal in die Kamera-App. Sage so, mach mal ein Bild bitte hiervon. Mal schauen, ob das jetzt funktionieren wird. Gehen wir mehr. Kamera, Open Your Phone's Camera, habe ich schon gemacht. Zack. Hat funktioniert. Er hat ein Bild gemacht. Das funktioniert schon mal. Also auf Motorola-Smartphones sind eigentlich welche, die perfekt Stock Android haben. Und deswegen fand ich das jetzt auch kein Wunder, dass es funktioniert hat. Aber es hat funktioniert. Naja, das war's so vom allerersten Eindruck und vom Unboxing-Einrichten des Xiaomi Mi Band 5. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal, falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Unter anderem auch das Review dann zum Mi Band 5. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt gesund und tschüss.